Aber egal, genug geguckt. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten, denn der Kollege da vorne möchte auch noch rankommen. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach die Carpenters-Blöcke wieder abreiße und den Mast so baue. Weil wenn wir jetzt anfangen würden, da das ganze Zeug reinzubauen, ne, dann hängen wir da noch ewig bei. Ich mache erstmal hier Leitern dran. Haben wir noch was? Nicht allzu viel. Wobei hier, doch, da brauchen wir auch welche, ganz klar. Klar. Ach, jetzt haben wir den Müll wieder dabei. Den tun wir da mal rein. So. Könnte reichen. Muss aber nicht. Weiß ich nicht. Hier vorne kommt kein Ausguck rauf. Oh. Aber wir müssen ja später wieder hoch, weil wir noch die Segel anbringen müssen. Total blöd, was ich hier gerade mache. Warte mal. Ich muss es mal eben testen. Weil ich befürchte echt, dass wir die Carpenters wieder loswerden müssen, bevor wir da irgendwas machen können. Vorteil ist, es geht wahnsinnig schnell. Bei dem einen, den wir jetzt stehen gelassen haben, werde ich die Blöcke manuell reinsetzen. Dann verlieren wir wenigstens nicht die Carpenter's Ladder. Also die Leiter. Das wäre sonst ganz blöd. Weil hier geht's ja. Hier können wir mal so ein Stückchen vorarbeiten. Vielleicht nicht ganz so. Und dann können wir den Rest hier so ein bisschen auffüllen. Hätte ich beim anderen Mast mal auch dran gedacht, aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer. Wir werden gleich, oh, sterben. Habe ich so das Gefühl. Problem ist übrigens, ich kann das da nicht ransetzen, weil wenn wir das so ransetzen, haben wir dieses Problem. Und das ist halt die Sache. Das habe ich mich beim Aufbau von den Geräten nicht bedacht. Und jetzt haben wir halt das Problem. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge Spruce Wood. Das steht fest. Haben wir da noch was in der Kiste? Ich hatte erst was rausgelegt, ne? Warte mal, Spruce ist hier, da. Tag? Hä? Ach, Inventory Fix. Hast du mich jetzt wieder verarscht? Das wäre ungünstig. Aber ich glaube nicht. Ach, sehr gut. Ach, Monster. Wo sind denn jetzt schon wieder Monster? Verdammt. Wahrscheinlich draußen, ne? Oder? Hier sind keine. Das ist mal ganz nett. Nee, da. Ach so. Aber ich glaube, dass der eigentlich zu weit weg ist, um uns vom Schlafen abzuhalten, ne? Doch, der war's, okay. Gut, also Bäume abholzen. Nee, Platz im Inventar machen. Da unten war noch ein Zombie, interessant. Und hier war gerade ein Enderman. Naja, gut, von mir aus. Nee, halt, warte mal, die kommen da rein. So. Ja, zünd mich halt an. Naja. Bin halt ein heißer Typ. Genau, ein Bett auf dem Ausguck, genau. Nee, eher nicht. Wie er mich einfach ignoriert. Was ist los mit dir, Kollege? Naja, von mir aus. Endermänner waren ja schon immer so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja, jetzt kommt wieder der nervige Part, würde ich mal behaupten. Denn wir brauchen eine ganze Menge von dem Zeug. Aber egal, das passt schon.
Ich bräuchte mal so einen Counter hier vielleicht. Das wäre ganz cool. Na, ach doch, passt. Ich dachte gerade, wir kommen da nicht ran. Aber da haben wir Glück gehabt. Gut, also wie gesagt, so ein paar Bäume nehmen wir noch mit, weil den Mast vorne wollte ich auf jeden Fall fertig bekommen. Also jetzt im Sinne von Holz. Und dann gucken wir mal, wie weit wir bei dem anderen noch kommen, je nachdem. Denn ich wollte jetzt noch ein halbes Stündchen ungefähr machen und dann haben wir so 2 Stunden für heute wieder durch. Das heißt, wir brauchen in den nächsten beiden Wochen nur noch 8 Stunden lang Stream für Life in the Woods. Und dann sind wir voll. So. Was haben wir jetzt? Ein Stack und ein bisschen... Naja, das wird kaum reichen. Da sind noch Bäume, perfekt. Also wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal so weit wie wir kommen. Weil mich dann hier hinzustellen und zu warten, bis die Bäume gewachsen sind, das möchte ich euch ganz gerne ersparen. Ob ich noch was anderes mache, außer Life in the Woods? Ich bin am überlegen. Weil ich muss zugeben, ich habe mich beim Gronkh so ein bisschen angesteckt, was das Factorio angeht. Das Ding macht echt süchtig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich habe es bei ihm im Stream gesehen, habe es mir runtergeladen und habe danach die nächsten 10 Stunden durchgehend vom PC verbracht. Also es ist unglaublich gewesen. Lange nicht mehr, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr ein Spiel gefunden, was wirklich so, ja, mich so gefesselt hat, sage ich jetzt mal. Obwohl es eigentlich ein ganz einfaches System ist, aber es macht halt wahnsinnig viel Laune. Schauen wir mal, mal gucken. Je nachdem, wie die Stimmung dann gleich ist, mal gucken. Schauen wir dann. Vor allem der große Vorteil bei dem Spiel ist halt einfach, dass man da wunderbar nebenbei auf den Chat gucken kann, weil man da nicht immer so auf dem Monitor gefesselt ist oder fixiert ist. Bei Minecraft hier muss ich mal stehen bleiben, gucken, dann weitermachen. Das ist immer ein bisschen blöd. Bei Factorio ist das dann eine ganz andere Sache. So, oh, mal wieder was essen. Ich glaube, mit Spruce wird es langsam eng. Ne, da ist einer gewachsen. Perfekt. Dann nehmen wir den gleich noch mit. Und da hinten habe ich, glaube ich, noch einen gesehen. Mal gucken. Ach so, hier ist noch einer. Cool. Muss aber auch gerade eben erst gewachsen sein. Naja, von mir aus. Besser ist das. Ne, habe ich mich getäuscht. Das war wegen den Fichten. Okay, ich denke mal, wir können damit erstmal weitermachen. Ja, was ist Factorio? Ist schwer zu beschreiben. Falls du Steam hast, guck da mal rein. Ist aber noch in der Alpha, das Spiel. Aber dafür, dass es in der Alpha ist, geht eine ganze Menge. Es ist einfach so ein Ding, du baust eine Fabrik auf, musst Rohstoffe farmen. Kannst nachher alles automatisieren. Also ich hab's noch... Also ja, was heißt nicht lange gezockt, wie gesagt, die 10 Stunden halt. Aber... Ich bin noch nicht ansatzweise an irgendeinem Punkt, wo ich sagen könnte, okay, jetzt hast du mal alles gesehen. Wie gesagt, ist schwer zu beschreiben. Zur Not, wie gesagt, gucken wir da nachher mal rein oder gleich, je nachdem. Ha, lol. So, das hätten wir. Das heißt, der schwierige Part ist eigentlich schon mal rum. Jetzt müssen wir nur noch mal eben den Rest hier gerade ziehen. Und wir sehen schon, wie viel Holz wir hierfür eigentlich brauchen. Aber ich denke mal, für diesen Mast hier reicht das auf jeden Fall. Jawohl. Nice. Ja, und dann wie gesagt, ich möchte die Treppe halt auf beiden Seiten haben. Oh. Huch. Den Kollegen nehmen wir weg. Genau, beim Aufstehen dann runterfallen. Das ist so eine Sache, die würde wahrscheinlich nur genau mir passieren. Und sonst niemanden. Naja.
Gut, haben wir das. Das hier lassen wir erstmal so, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das hier oben machen möchte. Was wir aber noch machen können, ist die Leiter wieder füttern mit Material. Oh, da müssen wir dann nochmal bei, aber habe ich mir schon fast gedacht. Oh. Oh. Huch. Es ist überdacht. Hier ist es auch ziemlich egal, was für einen Stein wir nehmen. Weil es sieht halt sowieso kobbelig aus. Und das soll es auch. Damit einfach ein anderer Farbton und ein anderes Material hier mit reinkommen. Oh, am besten nicht shiften. Das ist jetzt ein Anzeigefehler. Ja. Gut. Nach einer gewissen Zeit von diesem Modpack kann man das ungefähr einschätzen, wann es ein Anzeigefehler ist und wann nicht. So. Dann kloppen wir den Müll nochmal eben weg. Und geh nochmal rauf, alles klar. Oh. Bin erstmal nach unten gegangen, wenn es recht ist. So, Müll beseitigt, läuft. Erstmal was futtern, okay. Also wie gesagt, hier nochmal bei Tag kurz die kleine Übersicht. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus hier in der Ecke. Ach so. Steffi will trumpfen. Na, dann gehen wir mal rüber. Da muss ich die Leiter sowieso noch machen, daher passt das eigentlich ganz gut. So, was haben wir noch an Steinen? Oh, das wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Wobei eng ist ja ein dehnbarer Begriff, ne? Da müssen wir mal schauen. Ja, da müssen wir noch einen Stack holen. Nützt alles nichts, passt schon. Da werde ich garantiert nicht drinnen schlafen, weil das ist genau dieser Punkt, wo man nachher runterfällt. So, aber zunächst holen wir nochmal eine Portion Steine. Ich denke, mit so einem Stack kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Verdammt. War ja klar, dass der letzte wieder schief geht, aber egal. Und dann können wir gleich wieder Holz farmen, ne? Wir haben jetzt noch... Oh, ein bisschen, was haben wir noch? Naja, passt schon. Dann würde ich sagen, wir holen jetzt Holz. Danach, oder nebenbei noch Stein dann. Und dann soll das gehen. Wir können mal gucken, ob ein paar Spruce-Bäume schon gewachsen sind. Oha, Steffi will es ausprobieren. Ich bin gespannt. Wird ja gleich dunkel. Ah, die Bäume sind noch nicht gewachsen. Die sind dem einfach nicht gewachsen. Ganz einfach. Oh, kurzer Lag. Ah, eine Frage zum Thema Jump World. Also, generell spiele ich momentan nur die Tagesmaps oder suche mir mal random welche raus, je nachdem, wie ich Bock habe. Und an sich würde ich auch Zuschauer-Maps spielen, klar. Am einfachsten für mich wäre es dann halt, wenn irgendwo in dem Map-Namen halt Jummel drin steht. Denn dann finde ich das auch auf Anhieb. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja, Florian, das ist die Theorie zum Thema Minecraft. Wir werden es gleich rausfinden. Steffi ist Versuchskaninchen. Ist noch jemand da? Nee, sollte passen. So, gucken wir uns das mal ganz genau an hier. Ah, geht tatsächlich. Krass. Ich habe da schon andere Situationen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, mit Spruce Farm wird es momentan nichts. Weil, doch, da ist ein Baum gewachsen, cool. Aber wir machen jetzt erstmal so weit, wie wir kommen und dann gucken wir mal.
Achso, machen wir erst die Leiter fertig und dann holzen wir kurz ein bisschen was von dem Mast wieder weg. So wie vorne auch. Gut, dass wir hier jeden zweiten schon fast gemacht haben. Dann muss ich nicht so schnell klicken, aber jetzt schon. Mist. Ah, noch geht's. So, das ist ein Anzeigefehler, oder? Ja. Dann als nächstes müssen wir mal eben kurz hier rein. Und dann geht's ab nach unten. Kein Grabstein, ja genau. Könnten wir so als Galionsfigur nehmen oder so. Hey, das ist gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Das muss ich mir nochmal überlegen. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Naja, mal sehen. So, wir haben hier noch ein bisschen was über. Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Und den Rest können wir dann immer schön entspannt von unten machen. Das war schon wieder zu weit. Na egal. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen halt, wie gesagt, so einen gewissen Blickwinkel einhalten. Am einfachsten ist es immer, wenn man halt das so nach oben macht. Hier müssen wir jetzt wieder tricksen. Oh, das war ungünstig. Zack. So. Ja, viel Holz haben wir nicht mehr. Ich hoffe mal, dass wir gleich noch so ein bisschen was an Spruce zusammenbekommen. Wäre schon cool, wenn wir das noch fertig kriegen eigentlich. Wäre schon ziemlich nice. Mal sehen. Halt. Ich sollte mir irgendwo noch so einen kleinen Ausweg zumindest da lassen. Sonst wäre das ein bisschen blöd. So. Ja, können wir mal gucken, was wir finden an Holz. Mal sehen. Genau, Martin, den Engel als Grabstein. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, aber das machen wir heute nicht mehr vermutlich. Es sei denn, wir finden jetzt gar kein Holz mehr. Wobei, die Sache ist die, diese Grabsteine sind ja alle ein Block breit und wir haben vorne eine zwei Block breite Spitze. Das heißt, das wird nichts. Ich werde einfach mal gucken, dass wir vielleicht aus Carpenters Blöcken manuell so einen Drachenkopf oder so bauen. Das wäre geil. Zumindest so halbwegs angedeutet. Mal gucken, ob ich das hinbekomme irgendwie. Aber da werde ich heute auch nicht mehr mit anfangen. Wir haben ja noch ein paar Stunden Stream vor uns. Also in den nächsten Tagen. Daher haben wir da noch Zeit genug. So. Haben wir eigentlich Bone Meal da? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Das gucken wir mal nach. Ja, Bone Meal wäre jetzt echt so ein Wachstumsschub. Macht irgendwie Sinn, ne? Habe ich noch? Nee. Oh, warte. So. Haben wir das auch entsorgt? Passt. Jetzt haben wir wieder voll motivierte Musik, die animiert immer dazu zum Rumspringen. Aber egal. Genau, dann kommen da zwei Engel hin, alles klar. Zwei Engel für Jummel, läuft. Drei wäre natürlich die Ultra-Variante. Wir haben kein Bone Meal mehr, ne? Wir haben nicht mal Knochen. Warum schmeiße ich die... Warte mal, hatten wir nicht... in der Kiste auf dem Schiff noch Knochen? Mist. Wir laufen uns heute aber auch rein ab hier, unglaublich. Oder war hier noch was drin? Nee, da ist es eher fleischig. Wir können auch nochmal Kaffee ernten, einfach weil wir es können. Ich glaube, hier hinten ist auch noch was, ne? Ist auch nur teilweise gewachsen, aber ist egal, wir haben genug da, das ist kein Thema. Ob ich das Applied Energistics Tutorial täglich machen könnte? Nee, kann ich nicht, weil wir bald durch sind. Daher lohnt es jetzt nicht, da noch was umzustellen, ganz ehrlich, muss ich sagen.
Außerdem ist das Problem bei diesen Tutorial-Reihen immer dieses, dass die Vorbereitungszeit und die Verarbeitungszeit, sage ich mal, viel, viel länger ist als bei so einem normalen Video oder Stream. Und daher würde ich es täglich nicht schaffen. Ja, einfach zeitlich nicht. Hier ist nichts gewachsen, nö, okay. Truhe beim Feld. Welches Feld? Am Feld? Am Feld sind da Truhen bei den Feldern? Ich meine nicht. Hier sind nur die Lagerplätze. Wir gucken doch mal eben auf dem Schiff. Wenn nicht, dann nicht. Mein Gott, dann ist es so. Zur Not machen wir den Rest dann halt offscreen. So. Oh, guck mal. Da lag noch was rum. Immerhin 7. Macht schon mal 21. Da kann man vielleicht den einen oder anderen Baum dazu zu bewegen. Dazu bewegen, mal ein bisschen zu wachsen oder so. Ist er noch hell am Tag? Sollte gehen. Gucken wir mal. Ach so, bei Steffis Feld. Okay. Gucken wir gleich mal. Ich muss ja sowieso in die Richtung, wenn ich die Bäume pflanzen möchte oder düngen möchte, dann können wir da gleich mal gucken. Zack. Ja, den machen wir nicht. Der wächst sowieso nicht an der Kante. Zumindest nicht so schnell. Okay. Hat sich ja gelohnt. Hier liegt auch noch Holz. Interessant. Gut, dann gucken wir mal bei Steffis Feld. Mal sehen, ob mir das gefällt. Haha. Ja, Tunnel hätten wir auch nehmen können. Können wir ja auf dem Rückweg machen. Nee, können wir nicht, weil ich muss Bäume pflanzen. Jawohl, nice. Ich gönn mir mal alles. Uhaha. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Also jetzt fürs erste Schiff, was ich hier in Minecraft baue, ist es gar nicht so verkehrt, glaube ich. Zack. Hier nochmal. Ich mache das mal nicht so eng aneinander, weil... Genau deswegen. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen was zusammen. Haben wir noch? Oh, wir haben noch Setzlinge. Warte mal. Dann können wir hier hinten nochmal eben was anpflanzen. Genau. Dann hätten wir da noch ein bisschen was über. Passt. Die könnten wir auch gleich düngen eigentlich, ne? Wenn wir schon dabei sind. Zack. Next. Oh, hä? So, ich denke, da es sowieso gerade anfängt zu dämmern, fangen wir mal an, die abzuholzen, denn bei Nacht so Bäume düngern oder düngen ist nicht so gut an sich, weil das verbraucht meistens ziemlich viel Bone Meal, deswegen lassen wir das. Der Vorteil ist, wir haben jetzt hier auch ein paar Bäume stehen und die Setzlinge, die da dann herauskommen, werden auch den anderen Teil oder die andere Seite des Weges noch ein wenig zuwachsen lassen, hoffe ich mal. Oh, da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Macht nichts. Ach, Mann. Okay. Das reicht erstmal. Beziehungsweise an Hochstecken. Was haben wir denn an Holz? 39 reicht nicht. Ja, machen wir hier nochmal eben die Seite fertig. Und ich nehme hier vorne auch noch so ein, zwei, vielleicht drei Bäume mit. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Denn was so Life in the Woods angeht, möchte ich so langsam zum Ende kommen. Und ich glaube doch, wir gucken nochmal bei Factorio rein. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Und dann kommen doch hier wieder die ganzen Leute an. Hier, Nachmacher, bla bla bla. Ich sehe es schon kommen. Aber scheiß ich drauf, ganz ehrlich. Pff.
Juckt mich nicht. So, den Baum da vorne nehmen wir noch mit. Dann haben wir auch schon wieder mehr als ein Stack zusammen. Da sollte ein bisschen was gehen. Gut. Haben wir eben was gefuttert. Ist auch nicht verkehrt. Ja, ich denke mal nicht, dass wir bis ganz nach oben kommen, aber wir haben auf jeden Fall ein ganz gutes Stück heute geschafft. Wir haben heute generell verdammt viel geschafft. Und haben auch nebenbei so gemerkt, dass wir noch eine ganze Menge vorhaben. Aber alles zu seiner Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Streamen. Und zur Not lassen wir das Projekt einfach ein bisschen länger gehen. Ist ja auch kein Problem. Da bin ich ja total flexibel bei sowas. Außer bei FTP Infinity. Nur um schon mal die nächsten Fragen abzuwehren. Ja, also wie gesagt, FTP Infinity ist endgültig vorbei. So. Fummelkram hier. Mist, irgendwas ist immer. So, den hauen wir wieder raus. Ist aber noch nicht viel. Aber wir haben ein ganz gutes Stück geschafft, auf jeden Fall. Gut, jetzt brauche ich hier nochmal eben meinen Ausweg. So klappt das nicht. Machen wir mal lieber so. So, den Rest hier unten müssen wir nochmal eben wegkloppen. Weil das sieht ehrlich gesagt jetzt nicht so gut aus. Läuft. Ja, ich muss zugeben, FTB war wirklich lange genug. Ja. Okay. Ich denke, dass wir dann mit Life in the Woods so langsam Schulz machen. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben draußen Kanonen rangebaut. Ich gehe mal auf der anderen Seite runter. Da ist, glaube ich, nicht so viel Dirt-Treppe. Ich muss mir das nochmal ein bisschen angucken. Autsch. Ja, doch, ich denke, das kann man so machen. Klar. Viel mehr Möglichkeiten haben wir sowieso nicht. Es sei denn, wir bauen da einfach irgendeinen stumpfen schwarzen Block hin. Ja, dann haben wir Treppen gebaut. Haben das Dings hier reingezogen. Da hinten noch eine Treppe. Und haben ganz viel Holz gefarmt. Und haben hier die Mastgeschichte hochgezogen. Haben ausgeleuchtet. Ja. Haben wir in 2 Stunden eigentlich eine ganze Menge geschafft, obwohl man nicht viel davon sieht, weil halt viel Holzgefarme dabei ist. Ich weiß, das ist nicht so interessant. Aber muss sein. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mit Life in the Woods für heute Schluss. Und für die, die jetzt gehen oder pennen gehen oder woanders gucken, ist mir egal. Danke fürs dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, wir machen im Anschluss noch ein bisschen Factorio. Bis gleich.